mich hier so. Nochmal. Hochzuladen und es wird sowieso nicht funktionieren. Aber der Vollständigkeit halber war das einfach noch eine Idee, wie man den Song auch noch spielen könnte, weil ich im anderen Tutorial, ich weiß gar nicht mehr, was ich euch da erzählt habe. Strum oder so? Oder zupfen, runterzupfen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das gerade mal ausprobiert und ich fand, das klang ganz gut. Wenn man eine bessere Stimme hat und dazu singt, wenn man nur das so macht, wird es wahrscheinlich noch nicht mal jemand erkennen. Und es ist einfach den Griffen entsprechend vier Saiten gleichzeitig zupfen. Also im G Major 7 zum Beispiel die oberen 4, beim A Moll 7 die mittleren 4, beim B Moll 7 auch. Und so weiter und so weiter. Das war's eigentlich.